Wer günstige PSN-Karten, Xbox Live oder andere Games sucht, der kann gerne mal unten in der Beschreibung bei meinem neuen Partner Eneba vorbeischauen. Nutzt auch gerne den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Sehr, sehr geile Preise. Gerne abchecken. Danke an alle Freunde und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Gönnt euch. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal REALFIFA. Und ja, es ist tatsächlich soweit. Der offizielle FIFA 21 Reveal Trailer wurde veröffentlicht und das bedeutet, wir haben schon von EA Sports einige Neuigkeiten bekommen, ja, worauf wir uns dann in FIFA 21 freuen können. Lasst natürlich gerne einen Daumen da, schreibt in die Kommentare, welche Neuerung ihr am meisten feiert und wir werden einfach gemeinsam uns das Ganze jetzt mal anschauen, ja, was denn hier so neu ist. Der offizielle Trailer unten direkt in der Beschreibung, den könnt ihr natürlich euch mal anschauen. Auf jeden Fall wissen wir schon mal eins, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, der FIFA 21 Coverstar ist Kylian Mbappé. Hier können wir es auf jeden Fall nochmal sehen, Kylian Mbappé und nicht nur das, nein, es gibt auch, ja, den ein oder anderen neuen Torjubel und zwar hier von dem Erling Haaland, ja, wie er hier zur Sonne betet oder was auch immer, ja, den Medusa raushaut. Jungs, kennt ihr ja den Torjubel gegen PSG. Nicht nur das, nein, auch Joao Felix wird hier, sage ich mal, ja, wahrscheinlich auf dem Hauptmenü, FIFA 21 Hauptmenü zu finden sein. Also, ja, letztes Jahr war es ja Vinicius Junior, dann Virgil van Dijk und dieses Jahr sind es dann einmal Mbappé, Erling Haaland und Joao Felix. Und hier sehen wir dann auch nochmal den weiteren neuen Torjubel, den es geben wird hier von Erling Haaland. Auf jeden Fall sehr, sehr fresh und nicht nur das, nein, es wird auch, ja, es wird auch den Torjubel von Mbappé geben, wie er in die Kamera läuft und ja, das Heulen anfängt. Also sollte man aufpassen in der Weekend League, nicht zu doll ragen, wenn ihr das Ganze sehen werdet. Ich glaube, da könnte der ein oder andere Controller auf jeden Fall fliegen. Wir kommen zur allerersten Neuerung, die wahrscheinlich, ja, die meisten interessiert. Und zwar den FIFA 21 Foot Koop Modus. Seht ihr, Joao Felix schreibt Foot Koop? Fragezeichen und dann The King. Wen meint er damit? Eine gute Frage. Only if I'm in the team. Das bedeutet, Jungs, ihr seht es hier, FIFA 21, gemeinsam gewinnen, gemeinsam Boni abräumen. Ihr habt die Möglichkeit, mit euren Kollegen zusammen, ja, das Team von eurem Kollegen zu spielen oder euer Team mit einem Kollegen zusammen. Das ist eine richtig geile Neuerung, wo, glaube ich, die meisten drauf Bock haben. Und ich kann auch wirklich nur sagen, das reizt mich auf jeden Fall schon. Wir können uns das Ganze hier einmal gemeinsam anschauen. Im beliebtesten FIFA-Spielmodus warten neue Spielvarianten auf dich. Stelle in FIFA 21 Ultimate Team deine Wunschmannschaft aus aktuellen und ehemaligen Spielern zusammen. Im Foot-Koop-Modus kannst du zusammen mit einem Freund spielen und um Boni kämpfen. Also, ja, könnt ihr euch zum Beispiel auch Coins freischalten und was auch immer wahrscheinlich. Vielleicht auch die ein oder anderen Spieler gab es ja auch hier, sage ich mal, jetzt in FIFA 20, wo ihr euch dann zum Beispiel ein Draxler Objective oder so erspielen könnt. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch die Objective Cards zum Beispiel erspielen. Wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Spiele gemeinsam in Division Rivals und Squad Battles. Also wahrscheinlich nicht in Foot Champions, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also nicht in der Weekend League. Das wäre vielleicht zu krass. Da könnte man natürlich auch irgendwie schummeln oder was auch immer. Obwohl, ja, was meint ihr? Eure Meinung? Hättet ihr vielleicht auch, ja, Koop in der Weekend League haben wollen? Aber da geht es ja dann eher auch noch um die ganzen, ja, Foot Champions Rangpunkte und natürlich noch um den ganzen E-Sports, wo das Ganze dann mit zwei Spielern wahrscheinlich das ganze Ergebnis verfälschen würde. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ja, spiele gemeinsam in Division Rivals und Squad Battles, um wöchentliche Fortschritte zu erzielen und mach dich auf den Weg zu neuen Koop-Zielen, die das gemeinsame Spiel nicht nur durch Siege auf dem Rasen belohnen. Also schon mal eine sehr, sehr geile neue Sache, oder? Was meint ihr? Sorgen mit zahlreichen neuen und erweiterten Anpassungsmethoden für einen wirklich einzigartigen Footverein und passe den Look deines Teams auf dem Rasen und auf der Tribüne an. Das bedeutet vielleicht sogar, es gibt neue, ja, Anpassungsmethoden, vielleicht Trikots, die man sich dann auch selbst gestalten kann. Das war ja auch immer so in dem Raum, also so verstehe ich das Ganze jetzt. Da könnt ihr wahrscheinlich dann auch noch die Banner im Stadion oder so verändern. Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Kann durchaus sein, dass das damit gemeint ist. Sollte ich das Ganze falsch interpretieren oder so, reinschreiben, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Ein Footverein beim Upgrade auf eine Next-Gen-Konsole kannst du mit beiden Versionen
in Anspruch nehmen. Also ihr könnt das Ganze dann auch auf die PS5, sage ich mal, rüber switchen, euren PS4 FIFA 21 Account. Sollte, denke ich, klar sein, aber nur halt von Xbox auf Xbox Series oder halt von der PS4 auf PS5. Ich denke, das wissen aber die meisten. Und nicht nur das, nein, es gibt ja jetzt hier auch, sind wir auch gleich dann noch bei, ja, den Icons nach dem Koop-Modus. Es gibt eine neue, ja, Pack-Animation, die ungefähr so aussieht. Da wurde noch nicht zu viel geleakt, aber ihr könnt das schon sehen, wie die Icon, ja, ungefähr aussieht hier. Also nochmal ein bisschen anders als in den letzten FIFA-Jahren. Hier, da sehe ich noch gelb, da sehe ich dann hier noch ein bisschen, ja, was dunkleres, graues. Die Animation vom Ding her bleibt wahrscheinlich dann also gleich. Aber was halt neu ist, sind hier diese Kreise an den Seiten, wenn du dann halt siehst, dass wahrscheinlich dann eine Icon rauskommt oder dann halt auch, wenn es ein Totti wird oder so, wird es wahrscheinlich blau sein, Team of the Season. So würde ich das Ganze erstmal deuten. Keine Ahnung, ob das dann wirklich der Fall ist und es wird wahrscheinlich hier, ja, die neue Icon sein, die jetzt hier rauskommt. Und zwar der gute alte Eric Cantona, Jungs. Ist die erste neue Icon, die geleakt wurde. Wer von euch kennt Cantona noch? Absolute Manchester United Legende, Freunde. Vor allem für die Vergangenheit, Jungs, ist das Ganze natürlich für mich sehr interessant. Eric Cantona, einer der krassesten Spieler zu unserer Zeit. Wer ihn nicht kennt, Jungs, schaut euch da ein paar Videos an. Muss man auf jeden Fall sagen. Hat EA Sports schon mal eine richtig krasse Icon. Wie viel Rating wird er bekommen, Jungs? Ich würde denken, seine Prime Icon Moment, seine beste Icon wird wahrscheinlich so, ja, schon 95 oder sowas bekommen. Der war nämlich richtig gut damals. Würde ich so 95, 96 sogar schätzen. Aber haut mal raus eure Einschätzung dazu. Dann gibt es hier auch noch Neuerungen zum Volta Football. Für viele Volta gar nicht so interessant gewesen dieses Jahr. Wer von euch hat Volta gespielt? Ich persönlich habe es überhaupt nicht angefasst. Aber ja, es sollen auf jeden Fall mehr Spielmöglichkeiten, mehr Anpassungsoptionen und mehr Spielorte geben. Ich balle euch den Link auch einfach nochmal in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze dann nochmal anschauen. Also nochmal viel mehr Features zum, ja, letzten Volta in FIFA 20. Soll hier natürlich auch nochmal um einiges das Ganze interessanter gestaltet werden. Im Großen und Ganzen kannst du hier auch wieder mit 3 weiteren Freunden, ja, den Volta-Modus zocken. Und natürlich kann man hier auch wieder seinen Charakter erstellen, männlich oder weiblich. Das ist, ja, hier, sage ich mal, natürlich gegeben. Und nicht nur das, nein, FIFA 21 hat hier, ja, wieder mehr als 30 offizielle Ligen, 700 plus Teams und 17.000 Spieler, ja, im Originalzustand, sage ich mal, am Start. Ich bin gespannt. Wir können hier mal auf mehr erfahren drücken. Ich bin mal gespannt, ob es zum Beispiel auch wieder Juventus Turin gibt. Aber davon steht hier leider noch nichts. Also, letztes Jahr war es ja Piemonte Calcio. Ich gehe aber davon aus, weil die Serie A eigentlich hier dabei ist, dass vielleicht Juventus Turin wieder als Juventus Turin zurückkommt. Eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Und dann kommen wir jetzt hier auch nochmal zum Gameplay, bevor wir dann zum Karrieremodus kommen. Das ist für viele, denke ich, auch nochmal eins der interessantesten Sachen. Ja, es gibt das neue dynamische Angriffssystem. Wie das Ganze dann funktioniert, da hat EA Sports zwar eine kleine Szene im Trailer gezeigt, das könnt ihr euch, wie gesagt, da nochmal anschauen. EA Sports wird da wahrscheinlich dann auch nochmal mehr bekannt geben in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall soll es auch ein neues agiles Dribbling-System geben. Ja, größere Kontrolle und Reaktivität in 1 gegen 1 Situationen. Also kann man sich vielleicht nicht mehr durchbacken, aber man hat natürlich immer die Hoffnung zu den neuen FIFAs, dass das Ganze dann natürlich auch so krass funktioniert, wie es auch hier stehen soll. Das Ganze wird sich dann natürlich erst zeigen, wenn wir das Spiel haben. Das neue Positioning, Personality. Also laut FIFA haben sie hier die Grundlagen des Fußballs überarbeitet und das FIFA-Gameplay so spielfeldübergreifend auf ein neues Niveau gebracht. Manuelle Kopfbälle, ausgewogene Blocks, intelligentere Pässe und erhöhte Reaktivität geben dir am Ball und abseits des Balls noch mehr Kontrolle. Wie gesagt, das wird sich dann eher zeigen, wenn wir das Spiel haben, ne, wie das Ganze dann wirklich sich spielen lässt. Da kannst du jetzt natürlich viel schreiben oder EA Sports und ja, am Ende zählt das, was wir haben, das, was wir dann spielen werden. Aber ja, die komplette Bekanntgabe gibt es hier auch dann nochmal im August. Und jetzt kommen wir zum wohl mit interessantesten Part auch hier für die Karrieremodus-Fans. Und das sieht auch nochmal wirklich nicht schlecht aus. Fangen wir einfach mal an hier links, da sehen wir schon mal Liverpool, Dortmund in der Champions League. Also alleine vom Design her
Haben sie sich da schon mal was ganz Geiles überlegt. Champions League Partner sind sie ja weiterhin, also FIFA. Und das muss ich dann auch sagen, sieht dann doch auch nochmal vom Design her wirklich besser aus und anspruchsvoller als in diesem Jahr. Neuheiten sorgen für noch mehr Spieltiefe in den Partien, bei den Transfers und im Training und ermöglichen noch mehr Kontrolle über den Aufstieg deines Teams an die Spitze. Also auf jeden Fall soll es da wahrscheinlich dann noch mehr Möglichkeiten haben, das Team halt zu managen im Karrieremodus. Erlebe mit der neuen interaktiven Spielsimulation eine völlig neue Art, deine Saison zu spielen. Du kannst in deine Partie ein- und wieder aussteigen und dem Spiel deinen Stempel aufdrücken oder Schlüsselszenen wie Elfmeter und Freistöße selbst übernehmen. Um Spiele zu drehen, behalte die Spieldaten im Blick und nimm innerhalb der Simulation Änderungen anhand der Spielstatistiken, Spielerleistung und Ausdauerwerte vor. Oha, also das Ganze ist so ein bisschen auf den Fußballmanager ausgelehnt oder ausgelegt. Kennt ihr vielleicht, man kann da, sage ich mal, den Elfmeter dann selber bestimmen. Also ihr könnt dann einfach den Elfer schießen. Wenn es halt einen Elfer gibt, da unterbricht dann die Simulation kurz, wenn ihr das Ganze haben möchtet. Also mega krass, sehr, sehr geile Neuerung hier. Da muss ich sagen, ich habe ja den FIFA 20 Karrieremodus gar nicht gespielt, FIFA 19 schon und 18 auch und 17 auch eigentlich. Vielleicht mal wieder ein neuer Karrieremodus, wenn ihr Bock habt. Das hört sich nämlich schon sehr interessant hier an. Dank des überarbeiteten Entwicklungssystems kannst du die Entwicklung deiner Spieler noch detaillierter steuern. Verwandle rechte Außenverteidiger in rechte Flügelstürmer, mache defensive Mittelfeldspieler zu Innenverteidiger und mehr. Um die Schwächen deiner Mannschaft zu beheben und behalte die Veränderung deiner Spielerwerte im Training im Auge, um die Fortschritte deines Teams zu verfolgen. Oha, okay, das wäre natürlich jetzt nice. Da munkelt man vielleicht auch, gibt es dann im Ultimate-Team-Modus vielleicht auch dann eine rechte Außenverteidigerkarte zur rechte Flügelkarte? Oder ist das nur in der Karriere der Fall, dass man da, sag ich mal, auch ein ZDM als Innenverteidiger dann umformen kann, umtrainieren kann? Klingt aber auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Wenn es das auch noch in Ultimate Team geben würde, die Umformungskarte, da kann man halt dann aber auch einen Stürmer natürlich dann als IV machen. Oder man kann halt nur die Stufe ZDM zu IV und mehr geht da nicht. Aber das Ganze wird dann natürlich schwierig sein. Dann kannst du halt auch einen Stürmer in die IV machen. Deswegen weiß ich nicht, ob das im Ultimate Team Modus machbar sein wird. Schauen wir einfach mal. Mit dem neuen Bissigkeitswert kannst du das Leistungsniveau deiner Mannschaft noch genauer verfolgen und dir anschauen, wie wahrscheinlich es ist, dass deine Spieler in den entscheidenden Spielszenen ihre Top-Leistung abrufen können. Okay, klingt auf jeden Fall schon mal gut. Steigere die Bissigkeit deiner Spieler mit dem neuen aktiven Trainingssystem. Also vor allem das Trainingssystem haben sie hier auch nochmal richtig ausgebaut, mit dem du Trainingseinheitsgruppen einrichten kannst und die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, dass deine Stürmer ihre hochkarätigen Chancen nutzen und deine Verteidiger ihre wichtigen Zweikämpfe gewinnen können. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann gibt es ja auch noch das Aktivitäten-Management-System und da kannst du festlegen, wann deine Spieler in der Woche trainieren und wann sie sich ausruhen sollen, um die Bissigkeit, Moral und Fitness auszubalancieren. Also da habt ihr wirklich dann genug, Sachen, wie ihr wirklich euer ganzes Team im Karrieremodus da vereinzelt auch verstärken können auf den jeweiligen Positionen mit den Spielern. Und dann gibt es auch noch die optimierte Gegner-KI. Gehen deine Kontrahenten nun sowohl in der Defensive als auch in der Offensive mit noch größerer Intelligenz in ihre Spiele. Also wird es wahrscheinlich noch auch ein bisschen schwieriger wieder. Man kann ja den Computer einfach auch so einfach steuern, dass man da einfach durchlaufen kann. Aber neue Systeme sorgen für noch authentischere KI-Entscheidungen bei der Manndeckung, den Zweikämpfen, den Pässen und den Dribblings, sodass dir die Aufgabe in jedem Spiel zusätzlich erschwert wird und eine Karriere von Spiel zu Spiel immer neuen Herausforderungen für dich bereithält. Finde ich auf jeden Fall gut, dass man da jetzt nicht einfach so durchlaufen kann und man da natürlich dann auch nochmal ein bisschen mehr Realismus in der Karriere hat. Dann gibt es ja auch noch den verbesserten Transferrealismus und gibt spielgesteuerten und KI-gesteuerten Teams im FIFA 21 Karrieremodus neue Optionen, Spieler zu verpflichten. Geh Leihgeschäfte mit Kaufoptionen und optionaler oder verbindlicher Ablöse ein, um dir neue Talente zu sichern. Reagiere auf die Spielertauschvorschläge der KI-Manager und beherrsche den Transfermarkt. Für die meisten natürlich, die Transfers, das
Wichtigste im Karrieremodus. Für mich auch das Interessanteste. Und wenn das Ganze dann noch realistischer jetzt rübergebracht wird, dann auf jeden Fall Respekt. FIFA 21 kann kommen, muss ich einfach mal so sagen. Und da habe ich Bock drauf. Vor allem auch irgendwie auf den Karrieremodus. Muss man ja einfach wirklich dazu sagen. Und dann gibt es hier noch Passe, den Karrieremodus mit 9 grundlegenden Anpassungsoptionen an deine Wünsche. An freudig mit authentischen Transfers auf ein noch realistischeres Spielerlebnis bei deinen Transferverhandlungen oder stärke dein Vereinsbudget und dein Teamaufbau mit einer Übernahme durch einen Investor. Oha, alles klar. Alles klar, erstmal Investor suchen, würde ich sagen. Scheich, kannst du dann vielleicht auch, ja gut, ob du einen Investor in der zweiten, dritten Liga findest, weiß ich nicht. Aber klingt auf jeden Fall extrem nice. Habe ich Bock drauf, FIFA 21 Karrieremodus auch. Extrem geile Neuerung. Eure Meinung mal in die Kommentare zum Trailer. Ja, eure Lieblingsneuerung. Und dann würde ich sagen, Jungs, ich bin gehypt auf FIFA 21. Lasst gerne einen Daumen da. Heute mal ein News-Video, wenn wir das Ganze jetzt öfters machen sollen. FIFA 21, ich bin heiß. Ja, dann lasst es mich wissen. Schreibt eure Meinung zu den ganzen Neuerungen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein. Und FIFA 21 kann kommen. Bis zum nächsten Mal.